Hallo meine Lieben, heute werdet ihr die Engelbotschaften für euer Sternzeichen für den Monat August erfahren. Und zwar vom Widder bis zur Jungfrau. Wir beginnen mit dem Widder. Für den Widder ist Engel Marchidel zuständig und er bringt dir folgende Botschaft. Warum glaubst du, dass du weniger wert bist, wenn die Traurigkeit dich übermannt? Bedenke, du kannst nicht immer glücklich sein. Bitte lass dir das von sogenannten Freunden nicht einreden. Akzeptiere dich selbst und lerne, dich selbst anzunehmen, so wie du bist. Mal freudig und mal glücklich. Und manchmal weniger glücklich. Deine Devise für den Monat August ist: Das Glück ist keine Pflicht und zwinge dich nicht zu einem falschen Lächeln. Für den Stier: Engel Asmodiel begleitet dich mit folgender Botschaft. Schreibe dir einmal Tag für Tag in einer Woche auf, was gut und was weniger gut ist. Stelle dann am Ende der Woche fest, wie du dich selbst siehst und wann du auf dein Umfeld, wie du selbst auf dein Umfeld reagierst und wem du zu gefallen warst. Du solltest nicht in eine Rolle dich hineinzwingen, weil du dich verpflichtet fühlst. Sei du selbst. Deine Devise für den Monat August ist: Nur wenn du erkennst, wie du dich selbst siehst, wie du selbst bist, wirst du deinen inneren Frieden finden. Für die Zwillinge: Die Botschaft von Engel Ambriel lautet: Warum machst du dir Vorwürfe? Weil du bei einem Streit zu schnell eingerenkt und liebenswert reagiert hast? Der andere hat doch einen Fehler gemacht und du solltest dich nicht schuldig fühlen. Lerne daraus, dass du nicht für andere verantwortlich sein musst. Es sind deren Fehler und deren Lernaufgaben. Du bist einfach zu gut für diese Welt. Deine Devise für den Monat August ist: Vergebe dir deine angeblichen Fehler, denn es sind keine Fehler, wie du selbst feststellen wirst. Ja. Krebs. Die Botschaften vom Engel Muriel für dich. Verdränge nicht deine Träume, sondern nimm deine Wünsche an. Deine Wünsche. Es sind deine Wünsche. Es könnte eines Tages sein, dass sie zum Berg der verlorenen Träume und Illusionen werden. Es könnte zu einem Berg des Verzichtes heranwachsen. Niemand nimmt dir die Träume, sondern nur du selbst. Denn nur du kannst sie dir geben. Deine Devise für den Monat August ist: Ignoriere deine Träume und Illusionen nicht, denn es sind deine wahren Wünsche. Zum Löwe. Engel Ferchiel bringt dir für den August diese Botschaft. Stelle dir einmal am Abend des Tages systematisch die Frage, was dich heute stolz gemacht hat. Nimm dir die Zeit und schreibe dir auf, was dir Genugtuung gebracht und was dich glücklich gemacht hat. Gib dir einfach die Antwort darauf. Daraus kannst du lernen und es erfüllt dich mit Glück. Und es macht dich stolz. Deine Devise für den August: Frage dein Leben, was dich glücklich macht, und du lernst, dich selbst zu kennen. Nun
das letzte sechste Sternzeichen im ersten Teil, die Jungfrau. Engel Hamiel bringt dir diese Botschaft. Du wirst immer perfekt sein. Und du willst auch immer perfekt sein. Erlöse dich davon, denn es ist tief in dir verankert, dass du stets besser sein willst als alle anderen. Bereits schon als Kind durfte niemand besser und schneller sein als du. Ob es in der Schule oder beim Spielen war. Deine Devise für den Monat August ist folgendes. Verabschiede dich von deinem Perfektionismus, um immer besser sein zu wollen als andere. Es lebt sich leichter, wenn du dich davon löst. Das waren für heute die Engelbotschaften für den Monat August und morgen geht es weiter mit dem zweiten Teil. Und zwar für die Sternzeichen Waage bis Fische. Also meine Lieben, bis morgen. Herzlichst, eure Deria.